So, was haben wir hier für Gräber? Louis Finch. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Louis Finch. Da war was? 88 bis 2010. Louis. Sanjay Kumar. Wer ist denn Sanjay Kumar? 66 bis 2002. Milton Finch. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Wir haben ihn nie gefunden. Ich hoffe sehr, dass wir irgendeinen Hinweis darauf bekommen, was mit ihm passiert ist. Deswegen hat er auch hier kein Died-Datum. Also überall steht Died so und so an diesem Tag, aber hier steht nur Born. Milton Finch. Ah, Milton, ich hoffe, du lebst. Bitte, bitte sag mir, du lebst. Wir gehen mal weiter. Also alle anderen... So many things I wish I could ask my mom now. Definitiv gestorben. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. Okay. Oh. Ich hoffe sehr, dass wir alles rausfinden. Und ich hoffe, dass wir rausfinden, was mit Milton passiert ist. Wirklich. Das ist für mich sehr wichtig. Ey, wenn ich spiele. Tu mir das nicht an. Können wir hier die Leiter hoch? Oh, können wir. Das hört sich nicht so sicher an. Aber wir haben es geschafft. Gut. Okay, wird gespeichert. Ja. If she told me there was going to be so much climbing. Ja, was wäre dann? I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Sie ist schwanger. Sie ist also schwanger. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich meine, sie hätte ja auch ein bisschen runder sein können. Oh mein Gott, tu dir bloß nichts, Mann. Vor allem nicht an diesem Haus. Hier könnte ja alles passieren. So, hier geht's also hoch. Ich will da ganz hoch. Ich will ganz nach oben. In den obersten Turm. Ich hoffe sehr, dass wir das hinbekommen. Liebes Spiel, bitte, bitte. Bitte hilf mir, da hochzukommen. Okay. Wir sind jetzt... Wo sind wir eigentlich hier? Wir sind jetzt auf der Garage, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Auf der Garage stehen wir gerade. Können wir hier hochklettern? Nein. Okay, als schwangere Frau würde ich auch nicht raten, dass wir hier hochklettern. Aber hier gibt es eine Leiter. Okay. Gut. Glück gehabt. Dann gehen wir die Leiter hoch. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Ah. Sam ist also der Opa. Okay, ich muss da mal gerade schauen. Sam ist ziemlich mittig, der Opa. Der Bruder von Kelvin. Sam war der, ich glaube, das war der Jäger und der Fotograf, oder? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube schon. Er hat sich das Zimmer geteilt mit Kelvin. Ich meine, er war das. So, dann haben wir hier. Wir gehen mal rein, wenn wir hier draußen nichts mehr finden. So. Einmal auf, bitte. They were both pretty intense. Okay, ja, er ist der Jäger. Offensichtlich. Ja, das ist Sam. Hier finden wir seine Geschichte. Okay. Auch er ist gestorben. Wie ist er gestorben? Ich schaue mich nochmal gerade um hier in dem Zimmer. Alter, der Bär. Der arme Bär muss jetzt als Teppich herhalten. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Ja, verstehe. Er ging großes Risiko ein. Er war auch im Krieg, er war Soldat. So wie ich das verstanden habe. Er hat sich ja... Ich wollte schon sagen, einweisen lassen. Nein, er hat sich in der Army angemeldet. Bei der Army. Okay. Okay. Okay, hier können wir nichts machen. Ich glaube, das Spiel möchte, dass wir erst einmal... Da ist ein schöner altmodischer Fernseher. Was ist denn mit der Katze los? Möchte die Katze uns irgendwas sagen? Oder greift die Katze dieses Eichhörnchen an? I don't know.
Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Ja, jeder hat seine Schwachstelle. Oh Gott, das ist doch ein echtes Foto, oder? Das arme Reh. Warum nur? Warum tun Menschen sowas? Okay, aber eine schöne Waffe hat er ja. Sam Finch mit eingraviertem Namen. Nicht schlecht. Jede Menge Medaillen hat er hier bekommen. Was? Bravery in the Field. Okay, er war auch sehr tapfer, wie es aussieht, in der Army. Sam Finch, sehr viele Medaillen bekommen. Verdienstmedaillen, Ehrenmedaillen. Die Medal of Honor. Da ist er, bei den US Marines war er. Der Sam. Uncle Sam, sozusagen. Dann schauen wir uns nochmal seine Geschichte an. Oder wir lesen sie uns durch. Nein, wir schauen es uns an in Fotos. Das ist cool aufgebaut. Jeder hat seine eigene Story. Oh. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, okay. Sir. These memories are gonna last a lifetime. Dawn ist unsere Mutter. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Oh. What? Okay. Moment. Was kann ich mir noch alles angucken? Wir müssen gleich ein Foto machen von ihr. It's too early, Dad. Wir müssen ein Foto machen. Okay. Ja, krass. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Oh. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. Voll cool, dass diese Fotos tatsächlich erstellt werden. Pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Okay, wir müssen sie immer finden. Oh, diese Musik. Wir müssen sie wohl immer finden, immer den Fokus auf sie setzen. Definitely should not have drunk all that coffee. Die Kaffee? Okay. Wo ist sie denn? Oh mein Gott! Dad? Nothing quite like being outside. Hey! That's a keeper. Geil. You're right, Dad. It's starting to clear up. I'm just saying. I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Wir lassen sie erst aussprechen, bevor ich das Foto mache. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Oh. Wir müssen was anderes finden. Das Last hier vielleicht? Time I was with my brother Calvin. That was a great trip. Mit Calvin. Your grandpa Sven taught us how to fish. How to build a fire. Okay, das war es auch nicht. We found an old logging trail. There were deer everywhere. Vielleicht die Fische? I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Mhm. Das war es auch nicht. Okay. Give me a minute to check the map. Ja, ja, ja. Moment. Was gibt's denn hier noch Schönes? Oh, den Vogel vielleicht? Good eyes, Dawn. Ja, hallo. Nice. Before you take the shot, let me get a picture of you. Was? Bevor ich schieße? Oh. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Okay. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Oh. Okay, wir wollen also diesen Hirsch erledigen. Now keep yourself squared up. Elbows. Great shot, Dawn! Oh, Alter! Brutal. Alter. Machen wir jetzt ein Selfie? Okay, wir können nicht auf uns zoomen.
Ja, das. I'm proud of you, Dawn. Was zum. Always remember that. Okay? Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Dad, it's twitching. I think that's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about Dad! Oh my god! Oh, krass! So ist gestorben. Wir haben sogar ein Foto davon. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Ach du Scheiße. Der Hirsch war einfach noch nicht tot. Krass. Der Vater von Dawn, unser Opa also, Opa Sam, ist gestorben bei einem Jagdunfall. Oh mein Gott. Das ist... Oh. Krass, ey. Aber ich finde es so cool, wie das aufgebaut wurde alles. Mega, mega geil. Mit den Fotos, dass man die Fotos selber schießen kann. Finde ich richtig, richtig cool gemacht. Das haben die echt cool gemacht, muss ich sagen. Was ist das denn? Hier geht's raus. Moment, bevor wir da rausgehen. Was haben wir hier? Ein Gehstock? Ich schaue mich nur mal ganz kurz um. Was ist denn mit der Tür? Kann man hier nicht raus? Nee, hier kann man nicht raus. Das ist versiegelt. Alles klar. Kann man jetzt vielleicht auf der Seite sich irgendwas ansehen? Oder geht das gar nicht? Okay, das geht anscheinend gar nicht. Airline Tickets. Sparrow Airlines. Mhm. Okay. Nö, hier geht immer noch nichts. Keine Chance. Mhm. Mhm. Noch ein paar Fotos. Gut. Das war also die Geschichte von Opa Sam. Alter. Traurig. Das ist wirklich traurig, aber ganz ehrlich. Selber schuld. Geh nicht auf Jagd. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Die Musik ist einfach so schön in diesem Spiel. Ich kann das nicht oft genug sagen. My mom and Edie got really close. They both lost a lot. Ja, das glaube ich. Edie. Edie war die Großoma, also die große Mutter sozusagen. Was ist das denn hier? Finch Control. Warum liegt das hier? Okay. Wo kommen wir denn jetzt hin? Gregory, das ist das Baby. Oh nein, oh nein. Oh, ich will es gar nicht wissen, wie das Baby gestorben ist, Freunde. Nee. Oh. Mm-mm. I don't like that. Teamwork. Gregory. Gregory ist doch das Baby, oder? Ich meine, ja klar, ist hier eine Kinderkrippe. Gregory 76 bis 77. Oh Gott. Was ist denn hier? Oh mein Gott. Oh, das wird traurig, oder? Na gut. Da müssen wir durch. Es war klar, dass es kommt. Warte, warum liest du das nicht? Sam Finch? Was? Hey, warte! Jetzt liest das doch einfach. Okay, wahrscheinlich ist das hier vorne nicht wirklich wichtig. Sam Finch. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Was ist denn jetzt? Was? I think he saw things the rest of us don't. Okay, irgendwas machen wir falsch. Okay. Okay, wir sind jetzt klein Gregory, wie es aussieht. Hold on, sweetie. Okay. Hello? Was zum Henker? Sam, I told you I don't want to talk right now. Cool. I wonder what he saw.
das denn? Okay. Wir sind jetzt Gigro. Hier ist Gogri. Okay. Gut. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Verdammt, schon wieder das Telefon. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Oh. I wish you could have told. Oh mein Gott. Oh nein, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Okay. Mhm. Passt doch auf euer Baby auf, mein Gott. Das Baby ist ertrunken in der Badewanne? But I know what happened wasn't your fault. Zieh den Stecker, zieh den Stecker. Ja. Good luck, Kay. Love, Sam. Okay, das ist hart. Oh. Das ist... Das ist starker Tobak, Freunde. Oh, der arme Gregory. Och. Er hat... Mann, ich wusste, ich will diese Geschichte nicht hören. Es hat mir nicht gefallen. Aber es musste wohl sein, damit wir erfahren, was passiert ist. Dawn. Oh, unsere Mutter. Keine Matratze für unsere Mutter. Das heißt, Gregory ist der Bruder gewesen von Dawn. Und Gus ist auch der Bruder. Unser Onkel. Das ist also Onkel Gregory, der hier gestorben ist. In der Badewanne. Oh Gott. Okay. Über Dawn erfahren wir nichts, aber über Gus. I can't imagine my mom ever writing poetry and yet. Gus. Okay. Gus habe ich auch schon gehört irgendwo, aber ich weiß nicht, was mit ihm ist. Wir werden es herausfinden. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Okay, wir können Drachen steigen lassen, oder was? Oh, cool. Wir schnappen uns alles. Danke. Wow, wow, wow. Jetzt nimmt das aber Fahrt auf. Was? Oh. Was ist das hier? Oh, wir müssen die Buchstaben sammeln, glaube ich.
father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Okay. Rief ihn streng zu sich, doch Gus sich weigern tat und weiter sein Drachen flog, trotz Herzenswut am Start. Okay, wir decken alles auf. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her. We don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. Okay. Ist hier irgendwas auf der Seite? Nein, hier ist nichts. Oh doch, da ist was. Wie cool ist das denn? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Oh mein Gott. Okay, der Rebell. Der Rebell Gus also. Hier haben wir wieder was Neues. Das ist schon cool gemacht. Das ist sehr interaktiv. Geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Okay. Oh, da unten. Huch! Oh mein Gott! The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Okay, wir sind hier gerade. Ich glaube, hier kommt ein Sturm. Ja, wir sind hier gerade mitten in einem Sturm. Much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Okay. Wir reißen hier gerade alles mit. Ich wünschte, ich könnte. Was? Oh mein Gott. Okay. Okay, das hat ihn nicht getötet. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone. Just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Der Sturm hat ihn umgebracht. Oh mein Gott, nein. Beim Drachensteigen hat's Gus erwischt. Oh. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ah, Gus, der Rebell. Er hat sogar einen Iro-Schnitt. Okay, wir haben so einige gefunden. Edie haben wir nicht gefunden. Ganz unten, aber vielleicht kommt das noch. Weil Edie ist ja hier, die macht ja alles. Oh mein Gott, ich hoffe, wir finden Milton. Bitte, liebes Spiel. Okay, so, weiter geht's. Wir haben Gus gefunden, also seine Story. Man kann auch eigentlich gar nicht dran vorbeikommen. Ja, also man muss schon hier komplett blind sein, wenn man das hier nicht sieht. Von daher denke ich mal, dass wir hier alles finden werden. Aber ich will auch nicht zu viel versprechen. Ich hoffe, dass wir es schaffen, alles zu finden. Was haben wir denn hier? Ein Emergency-Evakuationsplan. Okay, hier kann man sich evakuieren lassen. Für dieses Haus haben wir einen Evakuierungsplan, weißt du? Die House Rules. No playing outside without permission. Also draußen nicht spielen ohne Erlaubnis. No answering door for strangers. Tür nicht öffnen für Unbekannte. No messes after dark. Kein Quatsch im Dunkeln. All cores before dark. Cores? Cores? Weiß ich gerade nicht, was cores heißt. Weiß ich gerade nicht. Also alles bevor es dunkel wird. Auch kein Quatsch, bevor es dunkel wird wahrscheinlich. Respect others. Okay, das ist ganz klar, eindeutig. Oh, guck mal hier. Gus, Dawn und Gregory haben ihre eigenen Lichtschalter. Das ist schlau. Das ist sehr schlau. Cool. With sympathy. Deepest sympathy. Okay, das sind die Trauerbekundungen für Gus. Das ist wirklich sehr traurig. Eieieiei. Race Flag, 7.30 Uhr. Breakfast, 8 Uhr. Quiet Time, 11 Uhr. Hier gab es ganz klare Regeln und Aufgaben. Dawn, Sweep und Trash. Gus, Mow Yard. Und Greg, be a baby. Greg durfte einfach nur ein Baby sein. Alle anderen mussten aufräumen. Routine, Jump Rope 100 Mal. Jumping Jacks 150 Mal. Alter, was ist das für ein Training? Push-Ups 100, Crunches 100. Run to Mailbox and back. Also zum Briefkasten und zurücklaufen.
Die haben sich hier coole Aufgaben gemacht. Hier geht's weiter. Okay. Eine Kletterwand. Wie cool ist dieses Haus? My mom moved up to the loft after her brothers died. Deswegen ist da keine Matratze. Sie ist hochgezogen. At the time, it was as far away as she could get. Okay, während wir die Geschichte der Mutter erleben. I don't like that. Oh mein Gott. Dawn. Es ist die Geschichte der Mutter. Sie hat sich hier gemütlich gemacht. Sie hat es wahrscheinlich nicht ausgehalten unten bei den Betten der toten Brüder. Oh mein Gott. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Die Holy Bible. Religion was another thing my mom never talked about. But I think it helped her a lot after her dad died. Nachdem ihr Vater gestorben ist, nachdem der Vater vom Hirsch erwischt wurde. Oh Gott. Schlimme Szenen. Und die musste sie persönlich mit ansehen. Ganz, ganz schlimm. Okay. Oh, hier geht's weiter. Hier können wir raus. Aber ich würde natürlich erst einmal gerne schauen, was das hier zu bedeuten hat. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay ist der Vater. Dawn und Sanjay. Ach so. Ich verstehe. Fly to India. Oh, süß. Das ist wirklich süß. Was? 10 ways to teach critical thinking. Okay. Aber die Geschichte von Dawn haben wir jetzt nicht erlebt. Die Stange? Okay, das müssen wir mal machen. Sorry. Hui! Ja, das war es mir wert. Sorry. Wir können aber nicht hochklettern, oder? Hier, die Stange. Wie geil ist das denn, ey? Okay, ja, wir müssen also wieder hochklettern. Wir müssen dann durchs Fenster wieder raus. Sorry. Aber das musste natürlich gemacht werden, Freunde. Ihr wisst es doch. Alles wird getestet. Alles, was wir hier machen können. So. Klettern wir wieder gemütlich hier hoch. Könnten wir das vielleicht nochmal machen? Nein, doch, wir könnten. Aber nein, das mache ich nicht nochmal. So, wir können die Geschichte von Dawn als doch nicht erleben hier. Ich war mir ziemlich sicher, dass es geht. Religion, Wissenschaft, Mathe und Geschichte. Helping Hands create safe places. Sie war ein großer Indien-Fan, wie es aussieht. Und da hat sie auch unseren Vater kennengelernt. Dawn. Nicht schlecht. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Job als Englischlehrerin hat sie bekommen in Indien. Okay. Louis was born a year later. Okay. Louis ist geboren worden. Wir wissen aber noch nicht, was mit Louis passiert ist, oder? Nein, Louis ist oben links. Unser Bruder, Louis. Und wir haben noch nicht herausgefunden, was mit Milton, unserem Bruder, passiert ist. Wir kommen immer weiter hoch in diesem Haus. Das Geheimnis wird wahrscheinlich ganz oben sein, oder? Wir nähern uns dem Turm. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. Okay. Wir haben aber für Sanjay... Oh doch, wir haben ein Blatt bei Sanjay. Links, unter Louis. Haben wir Sanjay ein Blatt. Okay. Aber eine wirkliche Story über Sanjay gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Dawn. I'm sure Edie was happy to have her back. Ja, Dawn ist also zurückgekommen ins alte Familienhaus, wo unsere Uroma noch gewohnt hat. Milton. And to see kids in the house again. Das hat ihr wahrscheinlich gut getan, oder? Edith, das ist unseres. Können wir hier irgendwas machen? Offensichtlich nicht. So, hier ist Milton. Hier finden wir auch nichts heraus. Mint, Thymian, Sage, weiß ich gerade nicht, und Basilikum. Louis. Unser Bruder also. Und das ist unsere Mutter. Ja, es ist alles abgestorben. Hier hat nichts überlebt. Wir gehen mal weiter. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Okay, es wurde immer größer. Das heißt, sie haben nach oben hingebaut, ja? Das sieht natürlich alles sehr provisorisch aus und auch nicht wirklich sicher, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht sicher.
So, hier gibt's aber sonst nichts. Dann öffnen wir das Ding mal. Aha. And for a while, things were good. Almost normal. Hm. Okay. Great job. Fact or fiction, our family history. Okay. Sieht aus wie ein Schulzimmer hier. Ist auch wahrscheinlich ein Schulzimmer. Das heißt, wir haben wahrscheinlich unsere Edith, Louis und Milton. Unsere Mutter hat uns hier Sachen beigebracht. Also sie war unsere Lehrerin sozusagen. Cool. Reading is a hoot. Okay. But it didn't last. Es hielt nicht lange an.